Ich begrüße euch, Freunde, zum nächsten Part von Prince of Persia, die Forgotten Sands. Der vergessene Sand, besser gesagt. Wir haben hier diese... Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade diesen Namen ausdenke oder es richtig in Erinnerung habe. Wir haben hier diese Götterschmiede entdeckt. Und Sarah hat gesagt, dass darin alles geschmiedet werden kann. Boah, ich will echt nicht keinen Quatsch erzählen. Aber ja, wir wären auch in der Lage, hier dieses Schwert wieder zu schmieden. Das Problem ist, nur wer den Göttern würdig ist, kann dieses Schwert schmieden. Ich hoffe, dass das der Fall sein wird, weil... Ja, wie soll ich denn sagen? Eigentlich sind wir doch schon lange würdig. Ich meine, was wir in Azad und in Maliks Königreich erlebt haben, macht das uns nicht würdig genug? Nun gut, sei's drum. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, uns den Göttern als würdig zu erweisen. Sammeln wir ein, was es zu sammeln gibt. Hoffentlich werden wir nicht als Grabräuber von den Göttern bestraft. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Ich habe jetzt gerade eben mit der Wii-Fernbedienung mehr gegen Nunchuck gehauen. Also gegen die Finger. Ja, mit der Wii spielen ist gefährlich. So. Man ist wie immer nur verkabelt hier. Also jetzt habe ich eine gute Position. Und gut. Gedanken, wie wir uns als würdig erweisen, können wir jetzt machen. Hier haben wir ein blaues Tor, welches pulsiert wie noch etwas. Ja. Wir haben lila, grün, ich habe noch was Gelbes gesehen und vielleicht ist auch noch die blaue Farbe im Spiel. Und das Tor pulsiert nicht, sondern unser Kopf ist, glaube ich, immer wieder im Weg, weswegen wir jetzt die Beleuchtung dann sehen und dann auch wieder nicht. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Was gibt es über diesen Ort zu sagen? Götterschmiede, wir müssen uns als würdig erweisen. Okay, Sarah, den Tipp habe ich schon mal verstanden. Jedoch, wie erweise ich mich als würdig? Bitte nicht wieder diese Prüfungen, wie wo wir das Element Feuer entfachen mussten und wo wir die Wasser... Ihr wisst schon, die Wassergetriebe wieder aktiviert haben. Gut, neben Gelb haben wir noch Orange oder Rot. Es ist eher Orange. Orange ist einer meiner Lieblingsfarben und Gelb mag ich auch sehr. Oh, da ist auch einer dieser Statuen, die die Nacht erwachen. Ich nenne es jetzt mal Nacht oder die andere Dimension, die andere Sphäre. Nennt es, wie ihr es wollt. Und ich sehe schon hier ein Plattenrätsel. Bestimmt dürfen wir hier wieder diese Statuen bewegen. Aber mal sehen, ob wir diese Statuen auch schon so bewegen können. Okay, mit unserer Fähigkeit können wir da nichts machen. Und bewegen kann ich euch auch nicht. Oh, falsche Taste, so bewege ich die Kamera. Ja, ich kann da glaube ich noch nichts machen. Und ich weiß, es ist eine dumme Idee, aber das Tor ist natürlich auch tabu. Was steht denn hier geschrieben? Das sind doch persische Schriftzeichen oder welche auch immer. Wir können es nicht lesen. Aber dieses Tor sagt etwas. Okay, dann ändern wir mal schön hier die Beleuchtung. Oh, okay, hier ist einiges kaputt. Anders würde ich sagen. Okay, das Rätsel ist jetzt komplett anders geworden als gedacht. Hier kann ich nichts machen. Also auch nicht mit meiner Fähigkeit.
Ja. Dann. Es ist wirklich Nacht, finde ich, Mann. Diese Hebel sehen wie die Steuerung einer Maschine aus. Das finde ich auch, Prinz. Wir wollen noch keinen Tipp. Da ist eine Quelle, die einen neutralen Laser abgibt. Aus dieser Statue. Jetzt erkennen wir, was das für ein Viech ist. Ein geflügelter Esel mit einem Sphinx-Gesicht. Das war jetzt herabwertend gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Neutraler Laser. Geht er durch eine der Farben, wird er farbig. Aber hier beim Grün scheint es irgendwie nicht zu klappen. Gelb verträgt sich nicht mit Grün. Wahrscheinlich muss das auch neutral sein. Ich weiß nicht, ob das ein neutrales Kristall ist. Und der Laser muss dahin. Ich verstehe. Schauen wir uns das alles nochmal im Überblick an. Okay. Wenn es durch den Weißen geht, dann ist der Orangene im Weg. Das ist blöd. Okay. Und den Weißen kann ich mit dem Hebel bewegen. Okay. Ich muss den Weißen für einen Schluss aufheben. Denke ich mal. Probieren wir mal. Der Weiße leitet alles weiter. Der ist neutral. Gut. Das Rätsel ist nicht so leicht, wie ich denke, denn ich habe mir Weiß für einen Schluss aufgehoben, aber vielleicht ist es wirklich so ein Mitteldings. Was ist, wenn ich dich bewege? Haben wir nochmal lila, aber na. Wir ändern in der Mitte auch die Anordnung. Wenn ich jetzt was drehe, ändern wir den gelben und den grünen oben, den Kristall. Die sind dann in der Anordnung komplett herausgezogen und damit bringe ich alles durcheinander. Wo will ich das Weiße haben? In der Mitte. Das ist einfach den Laser, die Farbe, die es produziert, behält. Oh, Alter, es wird so ein scheiß Trial and Error. Ja, die eigene Farbe wird durchgebracht, aber Weiß will ich in der Mitte. So. Orange. Hey, das könnte klappen. Nein, fast. Dieses Orange hier hätte ich gerne da. Aber Moment, probieren wir eine andere Farbe. Ja, das geht schlecht, weil ich jetzt dann Weiß verrücke. Oh. Aber ich muss es so versuchen. Moment. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Nein, Prinz, du drehst nicht, wie ich will. Ich probiere gerade wirklich kindisch herum. Ist das die Lösung? Nein, ist es nicht. Aber wir müssen mit irgendeiner Farbe den Zufall heraufbeschwören und dann wird es klappen. Weil ich kann mich noch nicht auf eine Farbe festlegen. Oh, Prinz, in die Richtung. Wenn da Weiß wäre.
Ist das wirklich diese Richtung? Wo haben wir Lila? Na, das sind alle, glaube ich. Wow, 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 wow. Wenn ich Weiß bis an den Schluss bringe... Ja, aber das wird nicht gehen. Ich bringe halt die Farben durcheinander und es kann sein, dass ich mir das Rätsel so verbaue, dass ich eigentlich von neu anfangen könnte. Jetzt haben wir zwei Orangen auf der ersten Hälfte, das ist auch blöd. Probieren wir mal. Wow, 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 ich glaube, ich sehe gerade was. Na, das kann man eigentlich vergessen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. In welche Richtung will ich das drehen? Okay. Nein, 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 das ist die falsche. So. Boah, es ist fast richtig. Fast aber nur. Oh, Leute, das ist ein reiner Rätsel. Part heute. Es ist verrückt, Mann. Will ich den weißen Kristall am liebsten? So, ich muss jetzt einfach gucken, welche Farbe die beste ist. Es ist eigentlich grün im Moment. Es ist so verrückt. Ja, scheiße. Es hat nichts mit würdig erweisen zu... Wow. Ich bin fast am Ziel. Es hat nichts mit würdig erweisen zu tun, sondern Trial and Error und wer Glück hat, hat Glück. Gelb ist schon in der Mitte. Das macht keinen Sinn, Mann. Der Schwarze leitet gar nicht weiter, das ist auch super.
Falsche Richtung. Alter. Wie kriege ich zum Beispiel hier das Gelbe mittig? Gar nicht, Alter. Es gibt irgendein Muster, das mir einfach jetzt hier nicht kommen will. Das ist echt verrückt. Ja, würde ich erweisen. Meine Güte, Mann. Das war das. Nein, das wollen wir nicht tun. In den Laser gehe ich lieber nicht hinein. Das könnte zu gefährlich werden. Ah, mal schauen, was der Tipp sagt. Richte die Kristalle gleicher Farbe in der Geisterwelt aus, um ein Portal zu öffnen. Okay. Kein großer Tipp, aber ja. Wie tausche ich gemeistert ganz gut Farben? Boah, ich weiß echt nicht, was ich tue, Mann. Das muss man echt entschuldigen, irgendwie. Wir haben sehr viel Orange auf der anderen Seite. Boah. Ja, wir haben Schwarz in der Mitte. Mann, der Prinz. Ah, diese Hebeltaktiken hier in dem Spiel werde ich wohl nie herausfinden. Ja, und jetzt haben wir wieder andere Farben. Alter. Ist Schwarz immer... Nee, Schwarz ist nicht immer gegenüber Dingens. Ich habe halt wieder mal Dings, Orange gegenüber, was wieder ein Blödsinn ist. Wow. Wow. Ja, die Mitte ist scheiße. Aber ich habe hier Weiß. Weiß ich, was ich hier tue? Ja, zweimal gelb, meine Güte, Mann. Was will ich mit dem Orangen denn da machen? Fragt mich nicht, meine Güte. Ja, aber die Mitte, die Mitte. Wir haben sehr viel Grün hier verteilt, aber ich glaube, das sollte mal egal sein jetzt. Alter. Ich weiß echt nicht, ob ich nochmal neu starten... Nein, daran liegt's nicht.
gelb. Sieht gerade mehr als interessant aus. Mann, Prinz, mach bitte mit. Das ist gerade nicht der richtige Moment dafür. Weiß. Oh, schwarz bewegt sich jetzt nicht. Moment. So bewegen, weil gelb will ich irgendwie sichern auf dieser Seite. Ich denke nicht richtig nach. Oh Mann, Prinz. Okay, da sind wir wieder. Oh, Alter, ich bin gerade aus dem Flow raus. Ich wollte gerade den linken Ring bewegen. Scheiße, Mann. Ich bin gerade sehr auf Geld fokussiert. Ich habe gerade die schlechteste Farbe erwischt, die man erwischen könnte. Dieses scheiß Schwarz. Nee, die Richtung wollte ich gar nicht. Schwarz müssen wir auswechseln. Prinz. Es ist fast. Verdammt. Es ist ein verdammtes Rätsel und der Keil ist still wie sonst noch was. Aber... Oh, Prinzmann, muss ich auf dich schauen? Soll ich jetzt eine andere Farbe nehmen? Oh, ich bin jetzt auf den Tipp gekommen. Ah, gelb ist jetzt sowas von egal. Grün.
Und retten wir mal Weiß. Aber es ist zu nah beieinander. Jetzt Weiß bei Grün und das macht alles kaputt, Mann. Da musste so ein Rätsel kommen am Ende des Spieles. Nein, 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 das will ich nicht bewegen. Sondern das hier. Nehmen wir Grün hier in die Mitte rein. Das schaut schon gut aus, aber... Mann, ein Grün brauche ich in der Mitte. So, das ist eine gute Konstellation. Wow, 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 wow. Bitte, bitte, Seis. Nein. Wie kann ich eine Farbe nur verschieben, ohne alles zu verschieben? Ich muss jetzt sehr scharf nachdenken. Moment, was will ich verschieben? Den nach da. Dann... Den nach hier, wenn ich nach... Nein. Den nach da. Wenn ich dann das drehe... Hä? Den nach da. Dann muss ich diesen... Ja, komm, mach einfach, Kai. Nein, ist er nicht. Ich glaube, es ist die Richtung. Boah, ich glaube, ich hab's gleich, Leute. Sag ich die ganze Zeit schon. Wow, 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 das muss es sein. Nein! Aber das ist es fast. Das war jetzt die falsche Richtung. Bitte, ich hab's jetzt nicht ganz kaputt gemacht. Dieser Ring passt. Scheiße, Mann. Wir bleiben bei Grün. Was will ich jetzt machen? Oh, ich habe meinen ursprünglichen Gedankengang verloren. Ich habe Grün rüber katapultiert, aber was wollte ich tun? Irgendwie wollte ich was wechseln. Ja, Weiß muss in die Mitte. Weiß muss hier sein. Boah, bitte, das ist es jetzt. Oh. Hoffentlich hatte ich nicht schon mal so eine Situation, die so knapp war und ich habe es nicht gesehen. Okay, das Tor ist offen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier was noch bringt. Aber sicher ist sicher. Und lassen wir jetzt mal diese dunkle Sphäre. Kommen wir hier überhaupt durch? Na, schauen wir uns mal an. Das Tor ist zu in diesem Modus. Oh, Alter, wehe, ich hätte es jetzt von neu machen müssen. Ja, wir verstehen schon, Leute. Ja, die Cutscene brauchen wir nicht nochmal. Denn ich verstehe, dass wir hier hindurch müssen. Und was demnächst passiert, meine Freunde, das tut mir leid, aber weil ich so lange gebraucht habe, erfahren wir das im nächsten Part.